der Stuttgarter Gemüsegroßmarkt. Während Stadt und Region noch schlafen, beginnt hier mitten in der Nacht für die regionalen Obst- und Gemüsehändler der Arbeitstag. Einer von ihnen, Christian Merz aus Kernen-Rommelshausen. Seit über 30 Jahren klingelt bei dem Landwirt nachts um 1 Uhr der Wecker, um pünktlich auf dem markteigenen Stand frische Salat- und Gemüsesorten an die regionalen Gemüsehändler zu verkaufen. Wir haben da 89 Quadratmeter, hinter 2 Kühler ist er selber auf dem eigenen Stand und vermarktet das alles selber. Und dann im Großhandel liefert mir halt auch teilweise. Aber 80% verkaufen wir selber direkt am Stand. 6-mal in der Woche, von Montag bis Samstag, wird hier verkauft. Schwerstarbeit für Christian Merz und seine Mitarbeiter. Die Hälfte ist auch verkauft an Bestellungen. Und wir haben ja immer Erfahrungswerte, was man an welchem Tag wie viel auch verbraucht. Der Weg vom Großmarkt in die Regale der Lebensmittelhändler ist der letzte Schritt, dem ein monatelanger Produktionsprozess vorausgegangen ist. Zurück vom Großmarkt startet Christian Merz zusammen mit Schäferhündin Klärchen seinen obligatorischen Rundgang über das Betriebsgelände. Das sind jetzt Zucchini, die hätten wir normalerweise im Freiland pflanzt dieses Jahr. Oder wir machen es immer so ab Mitte April, 10. 15. April, aber da war es ja so kalt. Da haben wir uns umentschieden. Gemeinsam mit seinem Bruder Rainer bewirtschaftet Merz eine Anbaufläche von insgesamt 25 Hektar. Das ganze Jahr über werden sowohl im Freiland als auch in den Gewächshäusern eine Vielzahl unterschiedlicher Gemüse- und Salatsorten angebaut. Der Kopfsalat erfreut sich dabei besonders großer Beliebtheit. Ja, im Frühjahr machen wir 40.000 Salat im Gewächshaus und der wird riesengroß und machen wir eigentlich nur mit Bio-Dinger. Kostet Geld, aber da bin ich fast der König mit dem großen Salat. Trotz konventionellem Anbau werden nur im äußersten Notfall chemische Hilfsmittel eingesetzt. Ich möchte so wenig wie möglich. Aber wenn ich im Salat einen Meldau im Anzug habe oder einen Laus, dann muss ich halt ein- oder zweimal bekämpfen. Aber Herbizid machen wir gar nichts, also gegen das Unkraut. Das machen wir alles mechanisch. Jedes Jahr arbeiten im Schnitt 20 Erntehelferinnen und Helfer aus Rumänien bei Merzgemüse. Ohne deren Mitarbeit würde der Betrieb nicht einmal ansatzweise funktionieren. Das weiß auch Christian Merz. Also es ist ganz wichtig, weil wir sind ja voll auf die Jagd gewesen. Wir brauchen sie zum Ernten, zum Pflanzen. Meine Leute sind jetzt die meisten zwischen 6 und 15 Jahren bei mir. Wir haben alle voll sozialversichert. Also die sind vom ersten Tag, also die in der Krankenkarte wie wir auch, die sind zahlen den Rentenkasse in Krankenkasse, also alles voll versichert. Und ich will, dass wenn die mal in die Rente gehen, dass die dann auch mit ein paar hundert Euro kriegen. In den Gebäuden des Betriebshofs befindet sich neben den Mitarbeiterunterkünften auch die große Maschinenhalle mit Fuhrpark. Für die Wartung und Instandhaltung ist Rainer Merz zuständig. Mein Bruder, der ist ja gelernter Landmaschinenmechaniker und das ist ja, ich sage immer, da hängt wieder was runter und der guckt, ja, das ist natürlich super. Vor der Lagerung in einem der betriebseigenen Kühlhäuser wird der geerntete Salat noch einmal gründlich bewässert. Mittlerweile ist es 11 Uhr am Vormittag. Erst jetzt gönnt sich Christian Merz eine kleine Auszeit. Die Gemeinde Kernen im Remstal mit ihren beiden Ortsteilen Rommelshausen und Stetten. Umgeben von Weinbergen, Streuobstwiesen und Wäldern ist sie nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel für Groß und Klein. Weit über die Gemeindegrenzen hinaus ist Kernen als traditionelle Weinbauregion bekannt. Die günstigen Hanglagen und das gemäßigte Klima sind seit jeher Garanten für den Kernener Qualitätswein. Viele Winzerfamilien haben sich mittlerweile auf einen nachhaltigen Anbau zum maximalen Schutz von Natur und Umwelt spezialisiert.
Man sagt ja immer, so ein Boden hat ein langes Gedächtnis. Also wenn ich heute einen Fehler mache oder jahrelang jetzt in der Vergangenheit, das trifft mich vielleicht erst in den nächsten Jahren. Und er hat sich viel da, ist schon umdenken da mit der Nachhaltigkeit, auch mit der Bewirtschaftung, weil dass man das einfach auch zum Teil ökologisch bewirtschaftet oder einfach naturnah bewirtschaftet. Landwirtschaft bedeutet Verantwortung übernehmen. Hierzu gehört auch der Erhalt und Ausbau natürlicher Blühflächen zum Schutz von Bienen und Insekten. Neue Ideen und Konzepte sind wichtiger denn je. Insekt, das ist einfach ein Projekt, um die Insekten und die Bienen auch zu schützen, dadurch wir ja die Blühfläche einsäen als Bienenfutterpflanze und pro verkaufte Flasche Sekt, den wir da 50 Quadratmeter einsäen. Nicht mehr wegzudenken sind in Kernen die zahlreichen Hofläden mit ihren regionalen Angeboten an Obst und Gemüse. Die Familien, sage ich mal, hier unser Einzugsgebiet, sagen auch immer wieder, sie kommen gern zum Einkaufen, weil wir auf regionale und eigene Produkte bedacht sind. Besonders bei Tiererzeugnissen findet bei vielen Menschen mittlerweile ein Umdenken statt. Die artgerechte Haltung spielt bei der Kaufentscheidung eine immer wichtigere Rolle. Das merken auch die Händler vor Ort. Also mittlerweile hier die Hühnerhaltung mit den Freilandeiern, das wird eigentlich so von den Kunden am meisten angenommen. Das ist so, glaube ich, so eine Marktlücke hier in Kernen. Seit der Remstal Gartenschau im Jahre 2019 gehört ein Schafwanderweg mit unterschiedlichen Schafrassen zu den touristischen Neuattraktionen. Dabei erfüllen die Tiere nicht nur als natürliche Rasenmäher ihren Zweck. Die Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist im Prinzip der Gedanke, dass man sagt, man macht aus dem Gras, was auf der Sträubstwiese keiner braucht, Fleisch. Das ist so der Grundgedanke. Die Lämmer, die wir praktisch aufziehen auf der Wiese, wir tun die nicht extra füttern, wir brauchen kein Soja von Übersee, wir füttern das, was hier wächst und das hätte sowieso keiner gebraucht. Und somit veredeln wir die Wiese und machen da Fleisch draus. Jedes Jahr vor den heißen Sommermonaten findet die Schafschur statt. Die gewonnene Schafwolle wird je nach Qualität zur Teppichherstellung oder für die Pelletproduktion verwendet. Das Projekt finanziert sich aber hauptsächlich über den Fleischverkauf. Wir sind froh, wenn es 0 auf 0 aufgeht oder ein bisschen was hängen bleibt, dass man ab und zu einen neuen Zaun kaufen kann. Wir vermarkten es direkt am Haus, ab Hof, mit als halbe oder ganze Lämmer. Und das geht auch sehr gut. Die Privatleute wertschätzen das sehr und wir sind sehr froh, dass die uns unterstützen. Zurück bei Gemüse Merz in Rommelshausen. Christian Merz verteilt die Aufgaben für den Nachmittag. Die Behandlung frisch gelieferter Jungpflanzen mit natürlichem Stärkungsmittel steht als erstes auf dem Programm. Wir haben fast 10.000 Euro für Pflanzenstärkungsmittel ausgegeben. Das müsste ich auch nicht. Aber ich bin einfach überzeugt, dass wenn eine Pflanze kräftig ist, wie wenn ein Mensch gesund ist, wenn der sich gut ernährt, dann geht es ihm wahrscheinlich auch besser, wie wenn er eine schlechte Sache ist. Die Erhaltung regionaler Erzeugnisse liegt dem 54-jährigen Landwirt besonders am Herzen. Also hier gibt es eigentlich alles, hier wächst auch alles noch. Und ich hoffe, dass es auch noch lange anhaltet, auch für die nächste Generation. Also das wäre mir halt wichtig, dass halt jeder Verbraucher auch machen kann, einfach regional kaufen. Das muss nicht bei mir sein, das kann beim Nachbar sein, ich gönn's dem auch. Kein Verständnis hat er für die Ausbeutung und Zerstörung natürlicher Ressourcen in anderen Ländern dieser Welt. Dass einerseits viele Pestizide in Deutschland verboten sind, ihr Export aber weiterhin erlaubt bleibt, stört ihn dabei besonders. In Brasilien hat ja jetzt 30 Pflanzenschutzmittel zugelassen, wo sie bei uns vor 30 Jahren verboten haben, der Bolsonaro. Und sagt Frau Glöckner, unsere Landwirtschaftsministerin, sagt, das ist ja nicht schlimm, sie versauen ja ihren Boden. Aber erstens essen wir sie auch, weil es kommt ja zu uns. Und zum anderen muss man doch das Globale sehen. Und dann Urwald abholzen und dann durch die halbe Welt karren. Das regt mich auf. Nachmittags, bei 35 Grad im Schatten, bereitet Christian Merz den Boden für die Pflanzung neuer Setzlinge vor. Schon seit Jahren leidet sein Betrieb unter den klimatischen Veränderungen. Ja, es ist halt alles viel trockener geworden. Also der Klimawandel, der macht uns unheimlich zum Schaffen. Wir haben jetzt vor 2 oder 3 Jahren das erste Feld mal hergegeben,
und man nicht bewässern können. Also ohne Wasser geht gar nicht mehr. Vor 40 Jahren, wo ich klein war, da hat es Landwirte gegeben, die haben auch Gemüsebau gemacht, die haben Karotten gemacht, die haben Salat gemacht und die haben nie bewässert. Es wird halt nicht mehr gehen. Ob in 10, 20, 30 Jahren überhaupt noch Getreide und so Sachen bei uns wächst, da habe ich schon ein bisschen Angst. Wir sind jetzt 10 Jahre grün regiert und die Flächenversiegelung geht nicht zurück und der Klimawandel geht weiter. Und davon sind mittlerweile alle landwirtschaftlichen Betriebe betroffen. Man hat es vor ein paar Jahren gemerkt, da haben wir fast kein Sommergras gehabt. Da sind sie auf der Weide vertrocknet, die Gräser. Da haben die Schafe praktisch Heu gefressen. Und dann das Winterfutter machen kannst du dann auch nicht, weil ja praktisch nichts nachwächst. Also ich denke, der Klimawandel wird das Schlimmste sein an der Schäferei oder überhaupt an der Tierhaltung, dass man keine Futterreserve mehr hat. Das Klima verändert sich, das merken wir auch. Und jetzt ist halt unsere Aufgabe, uns auch dementsprechend anzupassen, die Rebsorte anzupassen. Und das ist die Herausforderung für die nächsten Jahre oder auch die nächste Generation. Ja, seit 10 Jahren machen wir Biobetrieb. Und da gibt es ein bisschen eine Förderung. Aber die Förderung ist für das, dass wir eigentlich auch jetzt in unserer Landesregierung Grünen mit dabei sind, finde ich, ist dann schon ein bisschen arg schwach. Nachdem Christian Merz den Boden präpariert hat, beginnen seine Mitarbeiter mit der Pflanzung der Setzlinge. Ein neuer Kreislauf beginnt. Wir wollen ja die Umwelt nicht kaputt machen, wir wollen unseren Boden nicht kaputt machen, wir wollen ja wieder was ernten. Niemand möchte was vergiften, das kostet nur Geld, das kostet nur Zeit und Spaß macht es auch gut. Kurz vor 17 Uhr macht Christian Merz endlich Feierabend. Reich wird man wahrscheinlich nicht. Ich sag bei uns, wenn wir 40 Stunden schaffen, sind wir pleite, also als Selbstständiger. Und bei 60 Stunden sind wir null und wenn wir 80 Stunden schaffen, dann haben wir auch ein bisschen Gewinn. Nachts um 12:30. Ein neuer Arbeitstag beginnt auf dem Gemüsehof von Christian und Rainer Merz. Der LKW wird mit frischem Salat und Gemüse beladen. Routine für Christian Merz und seine Mitarbeiter. Landwirt, ein Traumberuf? Wenn man gerne um 1 Uhr aufsteht. Ja, das muss man wählen, sonst muss man mit Überzeugung machen. Also wenn es einem keinen Spaß macht, dann kann man es nicht machen.